Von wo kommt The Vive? Oben, unten, links oder rechts? Na, weißt du's? 3, 2, 1. Oh, Bruder, was geht? Ich kam von oben. Wobei, eigentlich kam ich eher von... Ach, scheiß drauf, Digga. Und somit, ja Leute, was geht ab? Immer am Start und herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe gerade, by the way, fast meinen Schreibtisch kaputt gemacht, weil, Digga, ich kann mir nicht vorstellen, dass der einfach 400 Kilo aushält, so viel wie ich aktuell leider wiege. Heute machen wir nochmal ein neues Video zusammen mit dem lieben Schmocki. Was geht? Und Leute, ihr sitzt am Titel. Wir werden uns heute nochmal richtig krasse Fortnite-Glitches angucken. Wir probieren die ja relativ oft aus, aber heute werden wir uns einfach mal ein paar angucken, damit wir mal ein paar mehr in ein Video packen können. Haben wir schon mal gemacht, kam relativ cool an, deswegen gibt es eine zweite Folge und Grüße gehen auch raus an Odumann, denn von dem habe ich gerade das Intro geklaut. Der macht das auch immer mit oben. Und wie schafft es Odumann von oben zu kommen, wenn mein Tisch mich aushält? Als ob er schon mal von oben gekommen ist. Also wenn mein Tisch mich schon aushält, wie will Odumann? Das geht gar nicht, Digga. Aber ist ja auch egal, Leute, der Anfang war anders cringe. Wir fangen jetzt an, lasst einen Daumen nach oben da, Leute. Schallert mal richtig ein Like raus. Ich will hier heute mal richtig einen ballern sehen, Digga. Und let's go, der Hase. Okay, Leute, let's go. Es geht los mit einem Invisible Glitch. Heißt so viel wie ein Unsichtbarkeitsglitch. Und zwar bei, wo ist das nochmal? Da, wo ihr Katzenboss immer ist, ne? Muskelkater. Nee, ist es da? Ich glaube nicht. Ja, doch, das ist diese Halle. Ich glaube schon, okay. Das ist da diese Kartonhalle, wo 1000 Kartons stehen. Ja, das ist die. Lol, warte, okay. Also... Ihr seht schon, er war jetzt in der Cone. LOL! Hä? Man sieht ihn nicht! Boah! Aber das ist jetzt nur, solange er da drin ist, ne? Ja. Cool. Aber er ist quasi unten, er kann von da wahrscheinlich schießen. Okay, der war krass, Digga. Okay, der war schon mal krass, Leute. Weiter geht's. Upside Down Glitch. Digga, was kann das sein? Haben wir das schon mal gehabt? Ich glaube nicht. Upside Down, okay. Ihr seht ja auch Map-Code eingeblendet. Auf dieser Map funktioniert wahrscheinlich dann der Glitch. Aber ich habe, by the way, nochmal nachgelesen, Leute. Glitch King benutzt keine richtig krassen Glitches, wenn er eigene Maps macht. Aber ich glaube, die Map ist nicht von dem. Also er benutzt nur Sachen, die Fortnite selber zur Verfügung stellt, damit er nicht gebannt wird und so. Wir würden ja auch nicht irgendwas illegal. LOL! Was denn das? Boah! LOL! Oh mein Gott, wie geil! Digga, was? Oh mein Gott, das würde ich gerne mal nachmachen. Guck mal! Rückwärts! Du fliegst rückwärts runter! Alter, ist der geil. Okay, der Glitch ist insane. Alter, ist der Glitch insane! Du kannst damit bauen? Nein! Digga. Nein! Was? Okay, also der Glitch. Ohne Witz, den Glitch mache ich nach. Den müssen wir probieren, Digga. Den Glitch mache ich nach. Save für irgendein Intro. Digga! Bruder, ist der geil. Was ist mit den beiden los? Alter, ist der geil, der Glitch. Ich hoffe, der geht noch. Oh mein Gott. Okay, Leute, krank. Explosives und... Okay, also... Ah, das wird gepatcht. Man kann keine C4-Ladungen mehr auf diesen Karton drauf machen, Leute. Hat den Grund, ihr kennt diese ganzen Videos, wenn Leute das da drauf machen und irgendwo reinrennen und boom. Ja, mit dem Jumppad reinfliegen. Genau, das haben früher viele gemacht. Das geht jetzt wohl nicht mehr. Enter the... Okay, ihr müsst reingehen. Geht da drunter. Oh, Trick 17. Digga, das ist eigentlich so simpel, ne? Ja, aber das ist echt klug. Es ist eigentlich so simpel, Leute. Okay, krass. Und schon habt ihr C4 wieder oben drauf. Heftig, Junge. Oder das C4 ist auf ihm drauf. Oder? Das C4 ist aber verbuggt in der Luft auf dem Ding, auf dem Cardboard, glaube ich. Okay, krass. Krass, krass. Ich bin immer noch gerade voll geschockt von dem eben, ne? Ja, das Upside Down war echt geil, Alter. Heftige Hase. Okay, Flying Explosives. Jetzt kommt's, dass man anscheinend Minen oder sowas in der Luft platzieren kann. Okay, also wir müssen eine Mine und direkt darunter muss man C4 platzieren. Dann die Wand einmal editieren. Hm? Und jetzt fliegt es wahrscheinlich. Ihr baut es weg. Ja. Oh. Mega krass. Hä, die fliegt weg? Das fliegt weg! Hä? Bruder, er hat einfach eine Drohne erschaffen. Ja, aber es macht gar keinen Sinn, du kannst sie ja nicht mal steuern. Ja, ist ja egal, ist trotzdem geil. What the fuck? Krank, okay. Kommt man auf sowas? Stell mal vor, das fliegt dann genau in so ein gebautes vom Gegner oder sowas rein, Digga. Absolut Schauleben. Kranker Scheiß, okay. Shadow-Effekt. Was war das nochmal, Shadow-Effekt? Ah, dieses, Shadow ist ein Schatten. Ja, diese Schattengranaten-Dings. Okay, Leute, ihr seht schon, ihr müsst damit ein paar Chests machen. Macht auf jeden Fall eine ganze Menge. Das hat ja noch nichts mit einer Shadow-Dings zu tun. So, jetzt holt er sich einen Junkrift und ballert die da rein. Oh, shit, Digga, alle auf einmal. Butz.
Okay, jetzt hat er ganz viele Scoreboards. Jetzt holt er alle in sein Inventar rein. Was kommt jetzt? Macht noch eine Chest. Hä? Nochmal genau dasselbe. Okay, der macht das jetzt so oft, bis sein Inventar komplett voll ist und er keine mehr aufheben kann. Jetzt muss man zwei Stück droppen. Also 2x5, nicht 2, also insgesamt 10. Und erst recht, Digga, was ich mich gefragt habe, irgendeine Shadowbomb, wer kommt denn auf so Ideen? Ja, das meine ich auch. Wer findet das raus? Es gibt Leute, die sind den ganzen Tag im Creative und probieren Box zu finden. Wirklich, Real Talk. Das ist krass. Ja. Denkst du, die kriegen da Geld für? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Glitch King die alle alleine findet. Nö. Ich meine, Leute, der Typ ist absolut krass. Komm, Dings, alles in der Beschreibung drin. Links von dem und so. Aber als ob der den ganzen Tag zu Hause sitzt. Alter, der kriegt die Saves submitted von irgendwelchen Leuten. Er hat's gedrückt und hat jetzt Shadow. Und ist jetzt für immer geglitcht. Ja. Lol, man krank. Sieht ihn einfach nicht. Digga, ist heftig. Das krass. Aber andererseits. Lol, er kann bauen? Ja. Lol! Digga, ist einfach unsichtbar. Aufkorrekt, probiert diese Glitches nicht selber aus. Klar, dieses Upside Down oder so, das ist scheißegal, da könnt ihr ausprobieren. Sowas ist ja nicht schlimm. Damit macht er nicht den Spielspaß kaputt. Aber hier so Sachen, Leute, absolut nicht ausprobieren. Absolut ehrenlos. Wer auch immer das macht. Weil damit macht er halt echt absolut den Spielspaß den anderen kaputt. Ich meine, das ist halt, Digga, das ist so OP, ne? Bruder, Fishing Animation, okay. Ja gut, aber mit dem Glitch kannst du den Glitch so ähnlich im Battle Royale benutzen, Bruder. Da brauchst du ja 500 stimmt. Timer. Stimmt, ja. Also Scoreboards. Ich meine nur trotzdem, ne? Fishing-Animation, was macht er jetzt? Okay, man kennt's, Leute, man angelt. Hä, ich hab's gar nicht gerafft, Digga. Egal. C4 auf den Player? Digga, das... Ja, funktioniert wahrscheinlich genau wie eben. Aber das ist eigentlich auch OP, ne? Übel OP. Dein Mate rusht rein... Und du von hinten, pip, und weg, Digga. Ah, mit einem Busch? Da ist gibt keine Büsche mehr, ne? Ist eigentlich gut, dann kann es im Battle Royale nicht passieren, aber... Jetzt geht er da rein und let's go, jetzt hat es auf sich. Krass, Leute. Jetzt das hat er einfach C4. Also wenn wir nochmal Zone Wars zocken, Schmocki, dann weißt du Bescheid, wie wir die anderen holen, Digga. Beide mit 5 C4s auf dem Kopf. Jawohl, einfach rein da, Digga. Ja, moin, okay, krass, Leute, krass. Under the Agency? Oh, shit. Ich muss ehrlich sagen, und alle, die mich kennen, ich lande am liebsten bei der Agency, Leute. Und da unten, genau wo der gerade hinfährt, da lande ich auch am liebsten. Aber was macht der da jetzt? Da landest du echt am liebsten, ne? Ja, ich gehe da immer rein, durch diesen Müllton einmal oben und dann let's go rein da, Digga. So, der baut erstmal alles ein bisschen ab. Er backt sich safe wieder in eine Wand oder so. Ist genau da, okay, er hat gerade nochmal gezeigt. Genau die Sachen kaputt machen, die er kaputt macht. Also diese drei Wände. Und diese eine Teil, hä? Ach, natürlich mit dem Boot. Mit was auch sonst. Okay, ah, man fährt wieder rückwärts irgendwo gegen. Digga, es ist immer das Boot. Aber guck, das haben wir auch ausprobiert bei Dingens. Oder hab ich ausprobiert bei dem TikTok-Video. Ich weiß gar nicht, ob ihr das schon gesehen habt, Leute. Damit kommt man auch unter. Ja, unterirdisch. Und man ist under the map, Digga. Aber man, das ist nicht under the map. Man ist halt wirklich nur under the agency. Nee, under the map ist ganz unten. Ja, das stimmt. Weil hier kann man noch wieder raus. Das ist krass. Und du kannst bauen. Du könntest da, guck, kannst bauen. Das ist nämlich der Unterschied zwischen under irgendwas und under the map. Weil under the map, da bist du ganz unten, Digga. Ja, geht auch. Glaube ich. Bin mir nicht mehr sicher. So. Du kannst im Infiltration-Modus Mets am Anfang abfarmen und behältst sie dann in der Runde. Halt's Maul. Ja, stand da gerade. Ich hab's gerade nicht gerafft. Ja, schau, er macht's gerade. Also jetzt in der Pre-Round. Und jetzt schauen wir gleich. Lol. You're defending, okay. Dies. Man kennt's, Leute. Das ist sogar mein Main-Modus mit Max. Den spiel ich mit Max. Echt? Bock, der? Der ist mega geil. Digga, der müssen wir mal zocken. Ja, und er hat einfach die Mats. Jawohl. Ach so. Digga. Das ist richtig broken im Modus, Digga, weil du hast nur 100 Max von jedem Metz. Erst recht, das ist ja nicht mal. Das ist ja kein Glitch. Das funktioniert einfach. Ja. Plus drop. And you spawn. Oh. Hat's in der Luft gedroppt? Und dann spawnt er da immer wieder, oder was? Nee. Ja, hat sich gerade eine Waffe reingespawnt irgendwie. Warte, lass uns das nochmal schauen. Lol?
Und der Weapon Sound ist auch geglitscht. Okay, Leute, dafür müssen wir mal kurz Sound anmachen. LOL! LOL! Was? Der Silent Pump. After this update, Gliding Speed is glitch for some players. Ein Glider-Glitch? Hä, hey, was heißt das? Ja, dass du viel langsamer runtergleitest. Schau mal, wie langsam er runtergleitet. Oh, das hat, ey. Das war. War in welcher Season, Digga? 3 oder so, ne? Hatte man das so oft, Junge. Mm. Ich weiß auch, wenn ich bei Paradise oder so gelandet bin. Das war immer, Alter. Immer. Da, schaust du mit Glitches. Ah, okay. Man kann also die ganzen Sachen einsenden. Also, falls ihr mal zufälligerweise auch mal einen Glitch rausfindet, Leute, könnt ihr das Ganze da abgeben. Aber wie gesagt, Glitch bitte nicht irgendwie unfair in den öffentlichen Runden. Sowas macht man absolut nicht. Und Leute, jeder, der das macht, absolute 31er. Aber wie gesagt, in Creative kann man so Sachen gerne mal ausprobieren, würde ich jetzt mal sagen. Ihr schadet damit keinem. Ihr schadet ja auch nicht Epic Games damit. Ihr macht da keine Server kaputt oder keine Ahnung was. Aber Leute, macht das nicht im richtigen Game. Macht damit nicht den Spielspaß von anderen kaputt. Das ist immer ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Aber ja, hoffentlich, wenn ich das Video hochlade, sind die Sachen wieder gepatcht, weil eigentlich achte ich ja drauf, dass wenn ich das hochlade, ihr das nicht mehr ausprobieren könnt, Leute. Aber wir werden sehen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, Leute. Wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Video. Schaut unbedingt bei Schmocki vorbei und spammt seine Kommentare, dass er auch mal wieder Videos machen soll, Digga. Grüße gehen raus. So ein Ding. Haut rein und macht's gut, Leute. Ciao.